Ja, hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier spricht André Heinermann. Heute starte ich mit meiner neuen Interviewreihe. Und zwar ist es nicht irgendeine Interviewreihe, denn ich habe Anfang des Jahres meinen Flugschein bestanden. Yay! Und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich meine Leidenschaft fürs Fliegen und Fotografie irgendwie miteinander verknüpft. Und da ist mir die Idee gekommen, ich möchte gerne liebe Menschen, die in der Fotografie irgendwie tätig sind, einladen, mit mir über den Wolken zu sein. Und dort möchte ich mit denen ein nettes Gespräch führen. Als erstes ist mir da in den Sinn gekommen Steffen Böttcher, netter Typ. Und wir waren sowieso auf dem Weg nach Hamburg, also sind wir in die Heide geflogen. Steffen hat uns abgeholt, wir haben einen schönen Abend miteinander verbracht, gefrühstückt und am anderen Tag sind wir dann losgefahren zum Flugplatz, sind losgeflogen und ich habe mit ihm über Hochzeitsfotografie gesprochen, über Sony, über Workshops in Schottland, über Workshops in Vietnam und das Ganze drum und dran. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß, ich bin schon ganz aufgeregt und bis gleich. Auf dem Weg zum Bildpoetentreffen in Rostock habe ich die Gelegenheit genutzt, um Steffen und seine wunderbare Freundin Caro im Heide-Studio in der Nordheide zu besuchen. Das Studio ist voll von Kunst, Fotografie, gutem Gin, intensiven Gesprächen, hervorragendem Essen und endlos vielen Fotobüchern, die jede noch so kleine Ecke ausfüllen. Eine intensive Inspirationsquelle, in der ich noch viele Tage hätte verbringen können. Doch der Plan sah anders aus. Ja, die Perle mit dem kurzen Rock und dem Tomatensaft kommt gleich. Ja, sehr. Freue ich mich sehr drüber. Bis dahin wollte ich mit dir ein bisschen quatschen hier im Flieger. Ja, aber wie erzähl? Guck mal da unten, da ist lauter, ist das Moorgebiet? Da hinten? Keine Ahnung, du wohnst ja hier. Sieht aus wie das Teufelsmoor, das ist ja ganz in der Nähe. Ich glaub, ja, da muss ich auch mal wieder hingehen, du. Kann sein. Ja. Hast du dein iPhone eigentlich dabei? Mein Eichhorn? Dein iPhone. Wenn du was erzählst und aus dem Fenster siehst, dann wäre es ja cool, wenn du es auch mitfilmst. Dann könnte ich es dann reinschneiden. Du bist ja geil. Pass auf, mach ja, hallo. So. Und zwar im Querformat. So, das da unten, vermute ich, ist das Teufelsmoor, weil ich da früher ganz gern unterwegs war. Das ist total schön zum Runterkommen und Chillen. Also man kann da schön laufen und es gibt so einen Kranich-Beobachtungspunkt da in der Nähe. Da kommt Bravo, Yankee dreht in den rechten Querflug, Tokio. Das hat er irgendwas gesagt. Ja, das ist Funk von einem anderen Platz. Ah, okay, sehr gut. Also hier unten, da gibt es so eine Vogelbeobachtungsstation und die Vögel, die im Herbst in den Süden fliegen, die landen da und setzen sich da zu Tausenden irgendwie unten in dieses Gewässer rein. Das ist geil. Super. Also, kann man schön angucken. Ja, André, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, Steffen. Ja. Ich bin ja gestern angekommen bei dir und wir hatten schönen Spaziergang. Ja. Schönen Abendbrot. Caro hat uns bestens bewirtet. Das war wirklich sehr schön. Sie hat alles Pinterestisiert, ist einfach alles fantastisch aus. Die Benchmark für meine Frau liegt jetzt entsprechend hoch. Ja. Ja, und jetzt ist, heute ist eigentlich Premiere. Ich habe mir überlegt, seitdem ich jetzt meinen Flugschein habe, wie kriege ich jetzt die Fotografie, den YouTube-Kanal, wie kriege ich das alles verbunden? Das überlege ich mir immer ganz gerne. Ah. Und da ist mir die Idee gekommen, Interviews in the Sky zu führen. Das finde ich eine super Idee. Danke. Und so habe ich die Gelegenheit, meine Lieblingsfotografen und Kollegen zu besuchen, mit denen mal ein bisschen zu quatschen. Cool. Und in die Luft zu nehmen. Und da bist du mir direkt in den Sinn gekommen. Ich bin gleich der Erste. Ja, es passt auch total super heute, weil wir, meine Frau hat am Wochenende Geburtstag und ich habe sie nach Hamburg eingeladen. Und das lag ja jetzt quasi auf dem Weg bei dir. Ja. Und wir sind ja im Grunde, wir fliegen jetzt gerade Richtung Hamburg und wir sind gleich in einer Viertelstunde, sind wir schon über der Elbe. Das geht alles relativ zügig. Und ja, und am Sonntag fliege ich dann weiter zum Bildpoetentreffen.
also passt alles ziemlich gut mit dem Flug. Und jetzt wollte ich einfach mal ein bisschen mit dir quatschen. Wir haben ja auch gestern, eigentlich haben wir gestern schon über alles gesprochen. Aber das ist immer scheiße, ne? Ja, ja. Jetzt kann ich normalerweise nicht reden, du. Muss alles normal stellen, jede Frage. Ja, mach ich. Du musst einfach nochmal antworten. Ja. Du bist jetzt erst kürzlich aus Vietnam wiedergekommen, richtig? Ja, 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 genau. Also ich bin relativ häufig jetzt da. Die letzten Jahre, seit, weiß ich nicht, vor 5 Jahren oder 6 Jahren war ich das erste Mal dort. Und jetzt die letzten Jahre bin ich immer relativ regelmäßig 1-2 Mal im Jahr dort. Immer für einen Monat, manchmal auch 2 Monate. Ja. Also schon ein bisschen länger. Ich sag mittlerweile irgendwie, weil so Hanoi ist so ein bisschen mein New York. Es gibt ja so viele Leute, die permanent nach New York fliegen. Ja. Wie Josh zum Beispiel, ein Kumpel aus Bremen. Ja. Und ich fliege halt irgendwie nach Hanoi. Ich mag die Stadt. Das ist ganz geiler Spirit dort. Ja. Das ist aber, du bist jetzt ja nicht privat da, sondern genau, ich fotografisch unterwegs. Ja, ich mag so Fototouren. Wobei so das Wort Fototour auch schon wieder komisch klingt, weil es ist eigentlich keine Fototour. Ich entdecke ja immer noch Land und Leute und bin ja immer noch selbst auf so einer Entdeckungsreise durch das Land und habe für mich irgendwie vor vielen, vielen Jahren ja festgestellt, dass es dort, dass die Leute dort anders drauf sind. Und dass ich habe mich gewundert, warum es zum Beispiel in Vietnam keine Heavy Metal Bands gibt. So. Ja. Und habe jetzt festgestellt nach vielen Jahren, es gibt diese Wut nicht. Also weißt du, so das ist ja so ein popkultureller Aufschrei, Rockmusik letztlich, ne? Also dieses Aufbegehren und dieses Wütendsein und so. Ja. Das haben die da nicht. Und ich habe mich gefragt, warum sind die nicht wütend? Die sind doch arm, die müssen doch eigentlich alle total scheiße drauf sein. Sind die aber nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die haben einen Bruchteil von dem, was wir haben, und sind aber mega entspannt. Nun wollte ich für mich auch mal wissen, ist das jetzt nur, weil ich im Urlaub bin und irgendwie diesen verklärten Asienblick drauf habe, oder gibt es noch mehr, was da in der Gesellschaft anders funktioniert als bei uns? Und habe jetzt versucht, halt immer in den letzten Jahren für mich rauszufinden, was ist das? Ja. Was die, und ich komme so langsam dahinter. Und das macht Spaß. Das schreibe ich mir immer auf und ich nehme halt auf diese Entdeckungsreise Leute mit. Ne? Und es sind immer nur so 6 Leute. Wir fahren immer so zwei Wochen durch die Berge, treffen ethnische Minderheiten. Also sind gar nicht so in den Metropolen, sondern sind wirklich ganz woanders unterwegs. Und begegnen Leuten, beobachten das Leben, unterhalten uns viel mit denen. Jeder Fotograf dort, der mitkommt, hat eine eigene Reportage, also kriegt ein eigenes Thema, was er dann in den 2 Wochen fotografiert. Ja, also da wird richtig, da muss richtig gearbeitet werden. Auch da muss man. Naja. Ist das denn, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das nur rein fotografisch oder ist das auch so ein bisschen Reise zu sich selbst? Genau das. Genau das. Eigentlich ist die Fotografie so ein bisschen der Lockvogel, weil ich weiß, dass du über die Fotografie zwingst du dich halt in der Begegnung mit Menschen. Und die erste Regel, die ich den Leuten aufgebe, wenn sie kommen nach Hanoi, ich sage, es wird hier nicht einfach doof rumfotografiert, Leute, die auf der Straße laufen, sondern jedes Foto muss das Ende einer Begegnung sein. Ja. Das heißt, bevor du irgendjemand fotografierst, sag ihm Hallo, versuch dich irgendwie mit ihm zu unterhalten, versuch überhaupt erstmal eine Begegnung zu schaffen. Ja. Und dann kann das Foto hinterher, wird sowieso viel besseres, wenn du eine Beziehung aufbaust zu dem. Zu der Person. Ja. Und die Leute merken halt, dass das dort wesentlich einfacher ist, dass die Leute unglaublich neugierig sind, wesentlich offener. Die ganze Gesellschaft ist eine offenere, eine neugierigere, bei uns grenzt man sich so ab. Das ist das merkt man dann so, wenn man an der Ostsee ist und die Leute ihre Sandburgen bauen oder du durch die Dörfer fährst und diese riesigen Zäune siehst, das kennt man da alles nicht so. Und ich habe mich gefragt, ist das vielleicht ein Schlüssel oder einer der Gründe dafür, warum es denen so viel besser geht? Und merke jetzt, und das merken halt die Teilnehmer auch, dass es sehr viel solidarischer zugeht. Ja. Also diese ganze, jede Familie ist eine große Solidargemeinschaft. Es gibt nicht dieses Individuum. Dein persönliches Glück ist immer nur abhängig von dem, von deiner Familie beziehungsweise von dem Kreis, in dem du dich bewegst. Ja. Okay. Was ich gerade ganz vergessen habe, ist, dich ordentlich vorzustellen. Für die diese Person hier neben mir nicht kennen, das ist Steffen Böttcher. Steffen Böttcher ist Fotograf, Hochzeitsfotograf, auch Reportagefotograf. Ja. Er ist Autor,
Er gibt Workshops und ist viel unterwegs in der Welt. Mitflieger. Jetzt ist er heute ist der Mitflieger eigentlich mein Held. Ja. Man, es heißt ja immer so schön, man soll seine Helden nicht treffen, aber... Ich hoffe, ich enttäusche dich jetzt nicht. Ja, doch, du bist auch nur ein Mensch. Ja, wollte gerade sagen. Also ich finde, mit dem Held, da wäre ich auch ganz vorsichtig. So. Ich habe viele Fehler. Ja, wie wir ja alle, Ecken und Kanten. Genau, genau. So, jetzt bist du aus Vietnam wieder da, ja. Und was steht jetzt als nächstes an? Oh, am Sonntag fliege ich nach Schottland, das ist auch wieder eine Fotoreise. Crazy. Das ist 7 Tage. Ganz anders als Vietnam, dort haben wir ein Cottage mit 12 Suiten, jede Suite mit eigenem Kamin und Badezimmer und so. Also nicht so auf Strohmatten schlafen, sondern nee. Eher so ein bisschen wie die. Genau, genau. Also weil ich kriegte ganz viele, also diese Vietnamreise mache ich schon ein bisschen länger und ich kriegte ganz viel Post von Leuten, die sagten, ich hätte Bock mitzukommen, aber Vietnam macht mir doch ein bisschen, ich bin eher so der Chiller und ich will gern weich liegen und ich möchte gerne nicht durch den Schlamm warten, sondern irgendwie in so einem schönen Panoramabus sitzen, in Leder sitzen, mit einem Tisch vor mir. Und für die Leute ist dann eben Schottland. Ne? Da sind wir dann jeden Tag, fahren wir raus in die Highlands. Da gibt es viel Psychologie hinter der Fotografie. Also es gibt natürlich viel Fotografie, aber es geht auch immer bei mir eher um die Wahrnehmungsprozesse im Hirn und sowas. Ja. Machst du das denn alleine, was dieses Thema Psychologie und Wahrnehmungsprozess angeht, oder hast du noch jemanden dabei? Nee, das mache ich alleine. Ja, also ich habe die Caro kommt immer mit, ne, fürs Wohlfühlen. Aber was die Psychologie angeht, ich bin jetzt noch kein studierter Psychologe, das ist völlig Quatsch, ne? Aber ich war halt sehr viele Jahre habe ich in der Werbung gearbeitet und habe diese Themen im Grunde über einen anderen Kanal entdeckt und gelernt. Also dass du eben als Fotograf natürlich gerne aus deinen eigenen Augen guckst, was du auch sollst, aber viel wichtiger ist, wie nimmt dich der Betrachter des Fotos wahr oder wie nimmt der ein XY-Betrachter ein Foto wahr? Warum gibt es Leute, die sagen, das Foto langweilt mich, die anderen, das ist total faszinierend. Ja. Da zu suchen nach einer Schnittmenge, nach der größten Schnittmenge bei Leuten, du willst ja natürlich auch, dass deine Fotos Erfolg haben und du willst auch gebucht werden. Und gebucht wirst du nur, wenn Leute deine Fotos mögen, wenn du davon leben willst. Ja. Und, wann mögen die das? Was steckt dahinter? Was passiert da in der Wahrnehmung des potenziellen Kunden sozusagen? Ja. Ne? Ah, okay. Alles klar. Also sind das von Profis, die da mit dir unterwegs sind? Also Menschen, die jetzt von der Fotografie leben oder? Ach, das sind auch einfach Fotointeressierte. Ich habe, das klingt jetzt so, als müsste man Profi sein, aber es ist eigentlich viel cleverer, sehr früh in seiner fotografischen Karriere sozusagen da schon anzufangen damit man sich nicht zu sehr, zu sehr tunnelt. Ne? Dass man, also ich erlebe das öfter mal, dass da Fotografen kommen, die schon seit sehr vielen Jahren fest im Business sind. Ja. Und für die plötzlich so eine Welt zusammenbricht oder sie eine völlig neue Welt entdecken und sagen, oh, hätte ich das mal alles früher gewusst. Ja. Und das ist natürlich einfacher, weil als Fotografie-Anfänger, wenn du die Informationen kriegst, dann gestaltest du deine fotografische Karriere wahrscheinlich auch noch ganz anders. Ne? Ja, okay. Wem würdest du dann so einen Workshop empfehlen? Ja, jeder, der Bock hat, meine Güte. Also das ist ja auch immer so eine Mischung aus, bei mir geht es ja nicht nur um reines Wissen, bei mir sitzt du halt nicht in so einem meistens Seminarraum, sondern es ist alles irgendwie immer, ich versuche das immer schon ganz besonders zu machen, dass das Umfeld stimmt, dass wir so ein geiles Cottage haben oben in den Highlands, dass da ein Koch dabei ist und ein Fahrer dabei ist und dass sich alle wohlfühlen. Ne? Ja, könnte man auch so ein bisschen als Urlaub sehen, oder? Genau, genau. Ja, also, ich war ja bei dir in der Mindclass in der Lausitz und da habe ich dann auch den Carsten kennengelernt, der da so der Gastgeber im Grunde ist und das war toll. Also das war wirklich auch wie Urlaub, ich habe echt viel geschlafen. Es gab ja diese Holzhütten, über dem Feuer gesessen, Caro hat gekocht, sehr lecker gekocht, über dem Feuer und das waren 3 fantastische Tage, 2,5 eigentlich, mit ein bisschen über sich nachdenken, aber einfach auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, hat mir auch gut getan. Und weißt du was, mir macht das selber auch so einen Riesenspaß, also das ist für mich gar nicht, es ist natürlich irgendwie auf eine Art mein Beruf, aber ich lerne und entdecke ja durch meine Teilnehmer auch immer eine Menge. Ne? Ja. Das hält einen auch jung, weißt du? Du kriegst aber frische Ideen mit rein und das ist geil. Hier unten rechts, das müsste die Insel Neuwerk sein. Ja, film mal ab.
Wir sind jetzt hier schon die über der Elbe. Insel Neuwerk ist unbewohnt. Landschaftsschutzgebiet oder so ein Vogelschutzgebiet. Ich erzähle wahrscheinlich Scheiße. Ja. Jeder, der es nachgoogelt, wird sagen, der Böttcher hat keine Ahnung. aber ich weiß, dass es hier eigene Vogelkundler gibt, die da draufgehen und gucken. Hat nämlich, da am Rand sieht man das vielleicht, teilweise wirklich ganz feinen Sandstrand. Und man sieht es von der anderen Seite immer ganz geil. Da will man am liebsten hin und irgendwie sich einfach mal drauflegen. Sieht gut aus. Ja, es ist aber für Besucher, Normalbesucher gesperrt dort. Wir haben heute übrigens Hafengepolster, deswegen, wir hoffen ja, dass hier so ein bisschen mehr los ist, ne? Ja, es sieht noch ein bisschen schlapp aus und näher kommen wir auch nicht dran. Hier ist nämlich die Kontrollzone von Finkenwerder rechts neben uns. Ja. Und da sind dann eher so die bisschen dickeren Boote unterwegs, ja. Beziehungsweise Flugzeuge. So, du hast mir gestern erzählt, du bist jetzt Botschafter. Oh, ja, Markenbotschafter. Sony Markenbotschafter. Ja. Weißt du, das ist auch immer so ein Ding, du hast dir das auch neulich, so ein Sony-Video auf YouTube, auf deinem YouTube-Channel gemerkt. Und da schreien die Leute ja immer rum, der wird bezahlt von Sony und sowas. Das denken die Leute immer, das gibt so ein ganz komisches Bild, dass Sony Leute hiert und sagt, hier hast du Geld, mach mal ein Video. Andersrum wird ein Schuh raus, du bist von der Sache begeistert, machst ein Video. Und irgendwie danach fand Sony das ganz lustig, was ich da gemacht habe. Und wir sind zusammengekommen. Ja. Und die fanden das, diesen Enthusiasmus und diese Begeisterung, die ich für diese Kamera da entwickelt habe, so crazy, dass sie gesagt haben, du, das finden wir toll, können wir dich irgendwie mit ins Boot holen. Und du kennst dich auch tatsächlich sehr gut aus. Ja. Ich habe gestern auch eine wunderbare neue Funktion meiner neu erstandenen 7-3 ja. festgestellt. Es gibt so eine Art Touchpad, wo man den Fokuspunkt hin und her schubst. Ah, da gibt so viel, was man nicht weiß. Also das liegt jetzt auch daran, dass ich viel mit den Ingenieuren und mit dem technischen Marketing zusammenhänge. Ja. Und ich auch viel, viel mehr Informationen kriege als früher. Und ja, ich bin jetzt stolzer Markenbotschafter seit letzter Woche. Ja? Sony Markenbotschafter. Das heißt erstmal gar nichts. Du kriegst kein monatliches Geld. Auch da gibt es wieder kein Geld oder was. Ich hätte auch fest damit gerechnet, dass du mich mit der S-Klasse abholst, aber... Nein. Nee, man ist aber nur Markenbotschafter. Das heißt, du kannst dich Markenbotschafter nennen, was ich wahrscheinlich jetzt aber auch nicht auf all meine Kanäle posten werde. Ja. Sondern es ist irgendwie so ein Stückchen, wie soll ich das sagen, Stolz ist jetzt auch ein falsches Wort, aber es ist schon eine Anerkennung und ich freue mich auch über sowas. Ja. Also weißt du, ich bin ja gewechselt von Nikon zu Sony und fand das einfach clever gelöst, diese ganze Kameraklasse. Aber naja, die Leute haben halt manchmal so ein komisches Bild und dann wirst du schnell komisch angegriffen und dann, weißt du, macht euch doch mal locker alle. Ja, denke ich auch. Also ich habe jetzt ja auch relativ schnell gewechselt von Canon zu Fuji zu Leica und dann Sony und... Es ist doch nur eine Kamera, meine Güte. Ja, also, ja, genau. Der kein Senfgasangriff, ne? Was war denn mit deiner Fuji? Warum? Du hattest zwei XT2s, ne? Ja, hatte ich. Die haben super funktioniert, die haben Spaß gemacht. Aber, ich sag mal so, dieses Thema Gesichtserkennung oder so, die Funktion gibt es zwar da in der Kamera, aber die ist nicht nutzbar. Okay. Und das war dann auch so, nach einer ganzen Hochzeitssaison habe ich gemerkt, es ist nicht wirklich ein Fortschritt gewesen in den wichtigen Punkten zur Mark III. Also beispielsweise fotografiere ich total gerne mit dem kontinuierlichen Autofokus. Ja. Und der ist einfach, der hakt zurück, vor, zurück, der kann sich halt nicht so richtig einigen. Ja. Und das war dann auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ach komm, jetzt ist gut. Und dann habe ich die Sony in der Hand gehabt und alle haben geschwärmt und gesagt, okay, jetzt guckst du es dir mal an. Ja. Hab mir die neuen geholt, mich dann damit beschäftigt und es ist wirklich, also, das ist schon crazy, was die Kamera leistet. Klar, es ist, man muss natürlich auch fairerweise sagen, für das Geld hätte ich 3 XT2 gekriegt. Ja, die Alpha 9, meinst du? Ja, für die Alpha 9, genau. Ja. Das ist natürlich ein unfairer Vergleich. Ja, weil die positioniert sich ja nicht gegen die XT2, sondern genau. Gegen so eine D5 oder wie heißt die, 1DX von Canon, das große Ding. Genau, ja. Und die kosten einfach nochmal 2.000 Euro mehr. Ja, ja. Also, das ist da jetzt Quatsch, die miteinander zu vergleichen. Naja, aber es macht einfach Spaß damit zu fotografieren, aber Fotos machen bleibt Fotos machen. Also es wurde dann auch tatsächlich bei mir in den Kommentaren darüber diskutiert, das wäre ja auch kein Fotografieren mehr. Das sehe ich ja nicht. Also man kann ja ein Buch, habe ich gesagt, man kann ein Buch mit der Schreibmaschine schreiben, man kann aber auch ein Buch mit dem Laptop schreiben.
am Ende zählt, was man geschrieben hat. Naja, und ich glaube, dass es auch immer noch so einen Unterschied gibt, ob du das beruflich machst oder privat. Also wenn ich jetzt privat in Urlaub fahre, dann möchte ich auch eine Kamera möglicherweise, die mich herausfordert. Also ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Vietnam unterwegs bin, dann fotografiere ich nicht mit Alpha 9. Dann habe ich da eine Instax dabei, eine Sofortbildkamera, ja. wo du mit so einer Plastiklinse versuchst, ein geiles Foto zu machen. Da liebe ich die Herausforderung und das beschränkt total. Weil wenn mich einer dafür bezahlt, dann möchte ich einfach bestmögliche Arbeit abliefern und ja. Dann will ich auch das bestmögliche Handwerkzeug. Das ist mir doch scheißegal, ehrlich gesagt, ob das ein Computer ist oder nicht. Klar, ja. Wenn der mir, weißt du, ich vergleiche das auch mal, weißt du, in den 70er Jahren, als die Computer eingeführt wurden, in den Büros, da haben auch alle gewettert und gesagt, unsere schönen Karteikästen, ja. Ja, jetzt muss ich das alles lernen und die nehmen uns die Jobs weg und der Computer hat sich trotzdem durchgesetzt. Letztlich, ja. Es wird sich sowieso durchsetzen und unser Leben verändert. Also, naja gut, also es ist ja nicht schlimm, es ist ja, wie du gesagt hast, es ist ja kein Gasangriff, es ist ja nur eine Kamera, ja. Ist ein bisschen schneller, ja, genau. Und alles ist gut. Ja, und du kannst dir im Grunde dieses Flugzeug ja auch nur leisten, weil du dieses Sony einfach neu gekauft hast und von so viel Geld dafür kriegst, von irgendeinem. Ja, YouTube? Doch, und von... Die ganze YouTube-Money wird hier verbrannt heute. Naja, natürlich nicht. Ja, schön. Mensch, komm, dann würde ich sagen, wir genießen jetzt noch ein bisschen den Flug. Ja. Gucken mal ein bisschen aus dem Fenster. Das Wetter ist auch wirklich fantastisch heute. Ja. Es war ja gestern wirklich, wir sind losgeflogen und sah ein bisschen diesig aus. Die Sichten waren nicht gut. Aber ausnahmsweise war in Hamburg das Wetter besser als bei uns. Wie läuft denn bei dir die Hochzeitssaison? Ach du, WM. Aber was sagst du? Hast du mich gestern draufgebracht? Ich hab gedacht, wieso ist denn der Juni, Juli so beschissen gebucht? Aber es ist WM, da bucht natürlich auch keiner irgendwie, da macht auch keiner Hochzeit. Das muss man aber vorher wissen. Ja, ja. Ich habe mich auch wirklich gewundert. Ich dachte, was ist denn im Juni, Juli los? Warum sind die Buchungen so zaghaft? Ja. Und jetzt ist mir aufgefallen, da ist WM. Ja. Also, falls ihr euch wundert, warum ihr so wenig Buchung habt. Es ist Fußball-Weltmeisterschaft und es wäre auch total behämmert, an diesem Tag eine Hochzeit, an diesen Tagen eine Hochzeit zu feiern oder schwer fahrlässig. Also die Männer müssen schon schwer verliebt sein, wenn sie sagen, wir heiraten am Finaltag. Aber weißt du, dann bin ich auch wieder glücklich, dass ich noch andere Standbeine habe als jetzt nur die Hochzeiten. Also ja. Ich finde immer, das ist geil, wenn es in einer Richtung, auf einer Säule richtig geil läuft, aber man muss echt so ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt nicht quasi so versteift auf eine Richtung, also nur Hochzeiten macht oder sowas. Ja, weil dann hast du dann wirklich mal sowas, so Sachen wie eine WM oder keine Ahnung, wo es dann auf einmal stockt. Ne? Ja. Geht mir ja genauso. Also die Hochzeitsfotografie ist ja auch nur ein Teil. Und ich wüsste auch nicht, ob ich davon wirklich komplett leben wollte. Ja. Also mir reicht das eigentlich, wenn diese 15, 20 Jobs im Jahr kommen. Ja, genau. Und die möchte ich dann auch wirklich mit Liebe machen und auch mit Elan. Und ja. Ansonsten bin ich auch mal ganz froh, wenn ich am Wochenende im Garten sitzen kann, mit den Kids spiele oder einfach mal eine Wurst auf den Grill hauen. Oh ja. Weil es ist ja schon so, dass die schönen Tage dann im Jahr, ist man dann auch auf Hochzeiten, ne? Und ja, aber bisher waren meine Paare immer sehr nett und es sind dann auch immer schöne Tage. Es ist, man muss ja mal ehrlich sagen, es ist auch wirklich ein schöner Job. Es ist hart, ja. Aber es ist irgendwie, stimmt, du kommst ja morgens hin und tauchst immer in so eine Parallelwelt ein, lernst die Leute in ganz intimen Momenten kennen. Ja. Ich mag das auch total gerne. Ich habe ja zwischendurch mal aufgehört, wie du weißt, für ein Jahr, für anderthalb, zwei Jahre. Aber ich habe es dann auf eine Art auch irgendwie vermisst. Also es war schön, dass ich die Wochenenden dann frei hatte. Ja. Aber ich habe es vermisst. Einfach dieses Training auch. Für mich ist das ja auch immer so ein, Alter, du musst dann 12 Stunden performen. So, ja. Auf den Punkt kommen. Bildideen entwickeln, ganz schnell. Ganz schnell gucken, Licht einschätzen, Winkel, Frame und. Also, und diesen extremen Druck. Ja. Ja. Unter Druck dann zu arbeiten. Das ist so ein geiles Training, ein fotografisches Training. Also ich finde auch Hochzeiten ist auch ein bisschen Sportprogramm. Ja. Kontaktsport. Bist du eigentlich mit Turnschuhen unterwegs oder Lederschuhchen? Ich habe
weiße, ich habe so Glücksschuhe, weiße Krokolederschuhe. Nein. Ja. Die habe ich mir mal gekauft, aus einem Mitleid eines italienischen Herrenschuhladens. Wo ich dachte, ach, die arme Sau, hat da italienische handgenähte Herrenschuhe für 700 Euro, die so scheiße teuer erstmal sind, 600-700 Euro, und dann auch noch so schrecklich aussehen, so weiße Krokolederschuhe, zieht doch keiner an, wenn du kein Lude bist. Und dann hatte der aber rumgewettert und sagt, krieg alles eben, ist er welcher weiter? Und dann hat er mir für diese weißen Krokolederschuhe für 70 Euro in die Tüte gepackt und dann gesagt, ah, verschwinde. Und in der Tat habe ich festgestellt, dass durch diese weißen Krokolederschuhe mich die Leute auf einer Hochzeit anders angucken. Ja? Die gucken erst auf die Schuhe, grinsen, gucken mich an und ich muss sagen, das sind ja meine Glücksschuhe jetzt geworden. Also die sind... Ledersohle auch? Ledersohle? Nee, die haben keine Ledersohle, sondern da rutschst du ja jedes Mal aus. Ja. Ne? Nee, die haben so eine Gummi. Ach so, okay. Ich, genau. Ja, ich bin mittlerweile bei Sneaker, weil sonst bringen mich meine Füße abends einfach um. Ja. Und ich finde, das kann man auch machen als Fotograf. Man muss jetzt nicht... im Anzug. Es gibt ja so ein paar, die das auch tatsächlich im Anzug schaffen. Ich habe einen Anzug dazu an. Ja? Ja. Echt? Aber keine Krawatte oder sowas. Anzug, aber immer schön Einstecktuch dabei. Und das Einstecktuch hat die gleiche Farbe wie mein Kameragurt. Das ist farblich auf deiner Abwischung. Bist du aber auch ein Teilmodus. Hallo! Aber was denkst du denn? Ja, und hast du mal was fürs Objektiv abwischen, ist doch perfekt. Ja, genau. Und du wirst anders wahrgenommen von den Leuten. Die gucken dich anders an. Ja. Ich habe festgestellt, dass du, wenn du Künstler sein willst und vielleicht auch preislich in einer ein bisschen teurer bist, ja, das ist dein Produkt, auch wie du rumläufst. Ne? Auf jeden Fall. Also da kannst du nicht im Hoodie rumlaufen, wenn du teurer bist. Das ist einfach, weiß auch nicht, das ist auch so ein Event, was Grundrespekt erfordert, finde ich. Ja. Natürlich gibt es Fotografen, die rennen im Hoodie dahin, ist da auch legitim. Also wenn das Klientel, wenn die Paare so drauf sind, dass es okay ist, dann ist das für mich auch völlig okay. Ja. Ich habe mich halt irgendwie ein bisschen anders positioniert und ich möchte auch irgendwie ich sage immer, ich ziehe mich so an, wie ich möchte, dass der Fotograf meiner Hochzeit angezogen ist. Ja, weißt du? Du bist aber, fotografierst mit einer Kamera, ne? Nee, ich habe zwei. Also die Alpha 9 habe ich und die Alpha 7 R3. Beide umgehängt? Ich wechsle die Alpha 7 R3 zum Beispiel, die hat ja diese unglaublichen 45 Megapixel, die nehme ich teilweise als Brennweitenverlängerung, ja, im APS-C-Mode, jetzt in der Kirche zum Beispiel, ne? Ja, das ist ein cooler Trick. Dann habe ich... Aber du bist erstmal, was sind so deine Brennweite, mit der du so, sag ich mal, good to go den ganzen Tag unterwegs bist? Das ist das 28-2.0. Und dann marschierst du damit rum, ja? 80% aller Bilder sind mit 28-2.0. Krass, das ist auch schön klein und leicht. Deswegen 300 Gramm oder 270 Gramm oder sowas, das ist mega schnell. Ja. Es gibt viele Leute, die meinen, das ist zu sehr verzerrt und so, aber das kannst du in Lightroom alles rausrechnen. Also, das ist halt kein GM-Objektiv und du hast das 35-1.4, dieses Monster. Das ist mega objektiv, aber es wäre mir dann für eine Reportage auch zu schwer. Ja. Ich will da schnell sein, außerdem hast du beim 28, ich habe mich so eingeschossen. Ja. Ich weiß genau bei Blende 2.0, welche Schärftiefe ich habe, welchen Abstand ich brauche. Ich finde auch 28 ist ein schöner Gesprächsabstand. Weißt du, du bist so wenn ich mit den Leuten rede und gleichzeitig fotografiere, bei 35 bist du schon wieder einen Schritt zu weit weg. Ja. Weißt du? So, wir müssen jetzt landen. Super, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann lasst mal ein Like da und wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt, dann drückt mal unten auf Abonnieren und dann am besten unten auf die Klingel. Und wenn ihr Ideen habt, wen ich mit in meinen Flieger nehmen soll, dann schreibt mal unten in die Kommentare und dann rufe ich da an und frag, ob sie mit mir fliegen wollen. Ansonsten sage ich, Rechner aus, Kamera in die Hand und fotografieren gehen. Macht's gut, euer André. Hey, das ist irgendwie so David Hasselhoff-mäßig.